Hallo zusammen, da sind wir wieder zurück. Hallo. Ja, wir haben uns ja jetzt schon eine ganze Weile, also mehrere Wochen, nicht mehr online gemeldet. Und das hat natürlich auch einen Grund gehabt. Und was für einen Grund und weshalb, wieso, warum und halt allgemein, das sagen wir euch nachher gleich. Und wir zeigen euch auch, was wir in der letzten Zeit gemacht haben. Und vor allen Dingen sagen wir euch dann auch, was wir vorhaben in den nächsten Wochen. Aber bevor wir das machen, müssen wir erstmal den Gustl wieder startbereit und auf Vordermann bringen. Ja? Und damit fangen wir jetzt gleich an. Ja, genau. Und wir fahren jetzt zum Tanker. Und ich glaube, Gas brauchen wir auch wieder. Also kommt einfach mit. Genau. Gas läuft. Fünf Bar ist okay oder knapp darunter. So, wie ihr seht, der Gustl wäre fahrbereit. Wir sitzen auch schon wieder in unserem lieben, treuen Gustl, aber so schnell geht's halt doch nicht. Wir fühlen uns gleich wieder wohl und trotzdem müssen wir ein bisschen warten, denn wir haben ja noch ein paar Verpflichtungen und die erste Verpflichtung ist, dass wir euch sagen, was mit uns los gewesen ist. Ja genau, warum wir jetzt so viele Wochen nicht online waren. Also es ist so. Alle, die bei der CMD waren, die wissen es ja und einige andere wissen es auch. Ich habe ja kein Blatt vor den Mund genommen. Ich habe der Ossi zu Weihnachten ein neues Knie geschenkt. Ja, also nicht, dass ich jetzt eins operiert bekommen hätte, nein. Sondern ich. Helle selber. Damit ich die Ossi wieder unterwegs begleiten kann zu Fuß, ja, ja. Und mir da etwas leichter tue. Und das haben wir auch alles planmäßig organisiert gehabt. Für 30. Januar war der Krankenhaustermin und die Ossi hat mich ordentlich nach Heidelberg gefahren und ich war dann da in meinem Zimmer gesessen und da hat es geheißen, sie müssen noch zum Narkosearzt, sie müssen noch zum Orthopäden, sie müssen noch zur Blutannahme und zu allen möglichen Stationen. Die bin ich alle zu Fuß und ohne Stock gelaufen und denke mir, so schlecht laufe ich eigentlich gar nicht. Ja. Und dann kam noch hinzu, dass die Orthopädin, das war dann in dem Fall die Assistenzärztin, die hat mich aufgeklärt, was für schreckliche Nebenwirkungen das alles haben kann, nach Operationen, ja, bis Knieamputation, Embolie, also alles Mögliche kann passieren. Und dann sitze ich da alleine in meinem Zimmer und denke mir, Helmut, muss das sein? Und denke mir, wenn du jetzt feige bist, dann sagst du einfach, das lasse ich jetzt über mich ergehen. Aber dann habe ich mir überlegt, wie die Ossi schaut, wenn ich sage, ich habe jetzt das Ganze abgesagt. Und dann war ich doch feige, ja, aber in der Form, dass ich das alles habe über mich ergehen lassen und habe es am Nacht danach bitter bereut. Nein, du warst nicht feige, sondern du warst mutig. Feige wärst gewesen, wenn du den Termin abgesagt hättest, dann wärst feige dann wär ich gewesen. Mutig gewesen. Nein, dann wärst feige gewesen. Also ich habe es auf jeden Fall am Tag danach bitter bereut, ja, aber nur am Tag danach. Drei Tage danach habe ich schon mich ganz okay gefühlt. Ja, ja. Da ging es auch dann. Nach fünf Tagen war ich schon wieder daheim, da habe ich mich sehr okay gefühlt. Mhm. Und jetzt bin ich schon seit zwei Wochen, fast zwei Wochen in der Reha und jetzt fühle ich mich schon sehr, sehr gut. Mhm. Und muss sagen, jeden Tag bin ich besser zu Fuß unterwegs und es macht richtig Spaß, wieder laufen zu können und ich bin jetzt sehr froh, dass ich das machen habe lassen und möchte mich an der Stelle bedanken bei meinen Orthopäden, der mich so sauber operiert hat, an die Pfleger von der Athos Klinik in Heilbronn, an die Schwestern natürlich, die alle geduldig mit mir waren. Ja, ja, Helle ist manchmal nicht ganz einfach. Ich war nicht so leicht, ja, aber aber ich bin ja schnell wieder gegangen, ja, und trotzdem, die waren alle sehr, sehr freundlich. Und da möchte ich mich jetzt ganz herzlich bedanken. Und weil ich beim Bedanken bin, möchte ich mich natürlich auch bei euch bedanken. Ja, und beim André würde ich mich auch extra noch, oder? Genau, denn das war ein ganz lieber Pfleger. Ja, ja, ich hoffe, dass meine Anlagetipps irgendwann dann wirken. Ja. Und dann möchte ich mich noch bei euch bedanken.
über Instagram und auch über E-Mail kamen so viele Wünsche, Genesungswünsche. Herzlichen Dank. Ich hoffe, ich habe alle E-Mails beantwortet. Instagram macht ja die Ursi. Und es hat alles wunderbar geklappt. Wir sind beide glücklich. Ich habe ein neues Knie und eine glückliche Frau. Ja, Besser geht's nicht, ja. genau. Ja, und eben alle Zuschauer, die ja uns auf der CMT besucht haben, die haben dem Helle natürlich alle Daumen gedrückt, haben ihm alles Ja. Gute gewünscht und ihm auch Mut zugesprochen. Denn viele von euch haben ja auch schon ein Neues Knie neues gehabt, ja. Knie und haben ihm Mut zugesprochen und das hat ihm gut getan und Ja. das hat auch geholfen. Ja. Also, ich war mit der Entscheidung der Klinik einfach zufrieden. Also, es hat alles eben soweit gut geklappt. Und es war also der eine Grund, warum wir daheim geblieben sind. Und dann haben wir natürlich auch gleich ein Highlight noch genossen, nämlich wir sind ja hier im Heilbronner Land und da wird Fasching gefeiert, ja? Ja, und ihr wisst ja, eigentlich komme ich aus Konstanz und da ist Fasnacht ganz groß. Und hier ist ein bisschen mit Fasching und Aber das. trotzdem, dafür ist ganz schön Remi-Demi, nämlich vor unserer Haustür, denn hier der örtliche Faschingsverein, der veranstaltet einen Faschingsumzug, Immer am ja. Dienstag, Fasnachtsdienstag, ist großer Faschingsumzug und ja, und da wir dieses Jahr daheim waren. Ist der direkt an Wohnungs. unserer Wohnung vorbei marschiert und das haben wir uns natürlich angeschaut und ein paar Impressionen zeigen wir euch jetzt davon. Ja. Besonders schön war natürlich die Ursi mit ihren rosa Haaren. Also ich habe ja auf Instagram ja ein paar Bilder gepostet und da kamen so viele Zuschriften und ich war dann völlig geflasht, weil nicht wegen dem Umzug, sondern wegen meinen roten, pinkfarbenen, rosafarbenen, wie man es nennen will, Haarfarbe. Das hat euch so gut gefallen. Und ich war da ja etwas sehr überrascht und habe mich natürlich drüber gefreut. Aber ich sag's euch gleich. Auch wenn euch das jetzt gut gefallen hat, ich laufe nicht das ganze Jahr mit roten Haaren rum. Wie ihr seht, sie sind wieder ganz normal. Ja, und wenn wir gerade Thema Instagram haben, dann wollte ich da auch noch sagen, ich poste ab und an gerne auf Instagram, aber nichts mehr auf Facebook. Facebook machen wir nichts mehr. Und wie wir schon festgestellt haben, es kommen doch immer wieder so Freundschaftsanfragen und also alle, die mir nicht, seid alle nicht böse, wir machen auf Facebook nichts mehr. Wenn ihr uns auch so noch außer auf YouTube verfolgen wollt, dann nur über Instagram. Ja, genau. Also Facebook wird bei uns mehr oder weniger links Ja, liegen gelassen. Das hat mir ist so, zu das macht so stressig. viel Arbeit Ja. und das reicht ja auch. Instagram kriegt auch sehr freundliche Nachrichten. Das macht die Ursi bei uns. Ja, bei YouTube ist dann manchmal die Nachricht etwas kürzer, die Antwort, weil das macht dann ich. Aber ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, dann beantworten wir auch in der Regel immer. Ja, Ja, also müsst ihr mal was ja. Also durchschlupfen. ich denke nicht, dass wir was Ja. vergessen hätten und wir hoffen, wir haben nichts vergessen. Wenn ja, dann tut uns das leid. Ist also Furchtbar. keine Absicht. Nein. So, Okay, und jetzt kommt jetzt noch die weiter. Zukunft. Es sieht natürlich rosig aus. Ich laufe schon ohne Krücken mittlerweile rum. Ich nehme also noch sicherheitshalber die Wanderstöcke. Habe meinen Stock, habe ich eingetauscht. So, das war's.
gegen die Wanderstöcke, die ich jetzt verwende, obwohl ich so schon eigentlich gut laufen kann. Und wir wollen dann, wenn alles vorbei ist, also in circa einer Woche. Zwei Wochen. Wollen wir dann Richtung Italien, und zwar in die Toskana. Genau, die ersten warmen Sonnenstrahlen, denn wir mussten jetzt hier den Winter aushalten. Ja. Wir haben uns vorgenommen, Pisa, Florenz, Siena und natürlich auch das Chianti-Tal und was es sonst noch so in der Toskana gibt. Wir haben ein paar Wochen Zeit, also es ist keine Eile. Und da freuen wir uns und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns da mitbegleitet und wieder dabei seid. Wir melden uns rechtzeitig, wenn wir losgefahren sind, dann gibt es gleich ein Losfahrvideo. Ja, ja, klar, das Übliche halt. Das Übliche. Aber bevor wir das Losfahrvideo machen, müssen wir noch was an unserem Gustl machen lassen oder wollen wir noch was machen lassen? Ja, genau, Gustl? Also Gustl ist nicht kaputt, da ist alles toi toi toi. Top. Top, ja genau. Und damit es auch so bleibt, haben wir uns entschieden, wir wollen dem Gustl einen Unterbodenschutz gönnen. Genau. Und da haben wir eine Firma ausfindig gemacht, die ist ganz bei uns in der Nähe. Die macht es zu einem moderaten Preis. Und darüber wollen wir auch berichten. Also wenn es das Material, mir wurde zugesagt, dass er uns ein paar Bilder zur Verfügung stellt, ein paar Informationen zu dem Ganzen. Und wenn das Material dazu reicht, dann machen wir ein separates Video davon. Mhm. Und das noch, bevor wir Richtung Toskana abdampfen. Ja, abdampfen. So. Und das war jetzt eigentlich, glaube ich, alles, Ossi. Ja. Ihr seid informiert, ihr wisst, warum wir weg waren. Ihr wisst, dass wir wieder kommen. Also ihr braucht euch die Abos nicht löschen. Bleibt bei uns dabei. Im Gegenteil. Ja, jetzt geht's das richtig los. Wer noch keins hat, kann uns gern abonnieren. Genau, jetzt geht's das richtig los. Jetzt gehen wir dann auch mal wandern. Und mir geht's richtig gut. Ja, immerhin spazieren können wir jetzt gehen. Wir können da vieles machen. Also ja, weil das war ja auch immer ein leichtes Problem, wenn wir irgendwo waren. Der Helle war manchmal kaum aus dem Wohnmobil rauszubekommen, weil er einfach nicht laufen Ja, das hat er keinen Spaß mehr gemacht, das Laufen. Ja. Ich will ganz ehrlich sagen, so kann ich auch auf Messen gewesen bin, aber es war schon anstrengend. Und also jetzt merke ich schon, dass ich wesentlich, wesentlich besser laufe. Und so wie es aussieht, hat sich das gelohnt. Mhm. Und hoffen wir, dass es so bleibt. Ja. Wir sind auf jeden Fall zuversichtlich für die Zukunft und wir freuen uns auf die nächste Reise. Ja. Und besonders würden wir uns freuen, wenn ihr dabei seid wieder. Jawohl, genau. Weil unser Kanal macht uns nach wie vor einen riesigen Spaß. Und wenn ihr uns anschaut, sowieso. Ja. Also, in dem Sinn, wir grüßen euch, bleibt gesund. Und sagen einfach Tschüss, ciao. Bis zum nächsten Mal. Jawohl, tschüss. Ciao. So, das war's.